Dr. Kasper in der. Ich kann alles, ich bin alles. Aber sobald irgendetwas nicht so läuft, wie ich das will, dann muss ich auslassen. Ich höre, ich höre, der war genauso. Du hast recht, der ist recht. So, dann gehe ich mal laufen jetzt. Ich brauche nicht lang. Könnt ihr mir ein Brötchen übrig lassen vielleicht? Eins ist drin. Naja, sonst hole ich mir was beim Bäcker. Nein. Danke. Ja, natürlich ist mir schwindelig und ich habe auch noch Schmerzen, na klar. Ja, dann pass bitte auf, komm. Ich habe meinen Checker vergessen, eigentlich gerade. Okay. Warte. Ja. Geht das perfekt? Ja, ja, es geht. Könntest du einfach. So. Aber pass bitte auf. Olli, was ist passiert? Ja. Setz dich lieber hin. Ey. Was hast du gemacht? Boah, ich habe gar nichts gemacht. Oh. Hä? Ich habe gestern nach der Party hat mich irgendjemand niedergeschlagen. Was? Voll auf den Kopf. Das meinst du nicht ernst? Gott sei Dank hat Paco mich gefunden, als ich joggen gehen wollte. Was ist das für eine kranke Scheiße, bitte? Aber wir waren schon bei der Polizei, wir haben Anzeige gemacht. Okay, also hast du jemanden erkannt? Nein, ich habe nur jemanden wahrgenommen. Also das war irgendjemand auf jeden Fall. Und ich glaube, es war auch ein Mann, aber... Okay. Weil der Schlag war echt hart. Es tut mir auch noch mal leid, gerade du Armer. Kannst du ja nichts dafür. Fuck! Warum habe ich Idiot Olli mit diesem scheiß Stein niedergeschlagen? Idiot, ich hätte mich besser im Griff haben müssen, auch wenn er sich an Leo nicht angeschmissen hat. Was ist das? Ich suche den Tracker über, ich kann ihn nicht finden. Okay. Das ist so krank. Olli hat gerade gesagt, dass er einfach vor unserer WG niedergeschlagen worden ist. Der hat einfach einen Verband. Ja, der sitzt da mit einem Verband hier, auf dem Sofa. Ja. Das ist doch. Wer macht denn so eine kranke Scheiße? Ich auch. Welcher Vollassi macht sowas? Hat er irgendeine Ahnung, wer das war? Nee, er meinte, Mann, keine Ahnung, der ist doch total benebelt. Immer noch habe ich das Gefühl, der ist total mitgenommen. Ich hoffe, also er hofft, dass irgendwie Erinnerungen wieder aufblitzen, dass er sich dann. Das kann doch passieren, oder? Es kann doch passieren, dass man sich auf einmal erinnern kann. Und dann weiß man wieder, wer es war, oder? Ja, ja, das kann schon passieren, dass es mit der Zeit wieder zurückkommt. Also dann. Ja, boah, Gott. Oh Gott, ich hoffe. Das ist natürlich das Beste für ihn. Sowas ist. Das geht gar nicht. Boah, wirklich, welcher Arsch macht sowas? Es ist krank, oder? Wie das manche Menschen krank, drauf ja. sein müssen. Ich gehe jetzt. Ich werde trotzdem jetzt mal laufen gehen, ja? Sonst wird das alles. Kasper, warte ganz kurz. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Olli, also. Paco meinte gerade in der Notaufnahme, war es mega voll, da war der Horror, es ging alles so schnell und ich weiß nicht, Olli kommt mir immer noch so total benebelt vor, so voll mitgenommen. Kannst du ihn dir nochmal genauer anschauen? Soll ich mir jetzt seinen Ex-Freund angucken? Kasper? Leonie, Entschuldigung, das war nicht so gemeint, aber guck mal, die haben da professionelle Geräte und alles, das habe ich hier nicht, was soll ich jetzt, okay, also die werden du schon doch, den Job gemacht wie das manchmal haben. In der Notaufnahme läuft, das muss dann alles schnell gehen und ich würde... Tu mir doch bitte den Gefallen. Ich mache mir Sorgen. Olli ist mittlerweile einer meiner besten Freunde und das wäre echt lieb von dir, wenn du ihn dir noch mal. Okay, glaubst. Ja, ich gucke ihn mir an. Ich versprochen, ja. Du bist der Beste. Lass mich, ja, joggen war dann immer nichts. Ich, okay. Ich zieh mich noch eben um und dann komm. Ich kümmere mich noch mal. Cool. Scheiße! Hoffentlich bleibt es dabei, dass Olli sich an nichts erinnern kann. Alles super, wirklich. Soll ich mir das mal angucken? Ja, bitte, und auf jeden Fall. Dann lass mich am besten mal da ist schon gut. Zu ihm. Auf die Couch. Oh, geht das so? Ja. Komm, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine schwere Gehirnerschütterung ist, weil sonst hätten die dich auf jeden Fall im Krankenhaus da behalten. Aber ich werde einfach ein paar Routineuntersuchungen machen. Und also ich kann dir auf jeden Fall sagen, mein Nacken tut unfassbar weh. Gut, das ist normal. Mein Schädel brummt natürlich und... Ja, ein bisschen schwindelig ist mir auch. Das sind alles normale Symptome bei einer Gehirnerschütterung. Ja? Ja. Okay, guck mich mal an und folg mal nur mit deinen Augen den Fingern. Nur mit den Augen. Okay. Alles normal? Das ist normal, ja. Was machen wir jetzt? So, jetzt schaust du einzeln mit dem Auge, also ich halte das andere zu, schaust du einfach ins Licht, ja? Okay.
Okay, dein rechtes Auge und deine rechte Pupille reagiert ein bisschen langsamer und ist größer als die andere. Ist das schlimm? Geht das wieder weg? Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das ist auch erstmal ein normales Symptom. Das okay, geht auch mit der Zeit wieder. Wie lange dauert das dann, bis lass mich mal machen. Das kann ein, zwei Tage dauern sicherlich, bis die Schmerzen rausgehen, die Spannung rausgeht und alles. Wichtig ist, die haben dich ja ein MRT geschickt und gesehen, dass nichts gebrochen ist. Und das ist erstmal das Wichtigste, okay? Okay. Also alles andere ist einfach... Krankenhaus? Ich hab dir auch was. Mhm, das Krankenhaus, ja. So. Dieses Lied, Was? Dieses Lied, ich hab das irgendwo gehört in letzter Zeit. Haben Sein Klingelton. War das auf der Party gestern? Nö, ich habe die Playlist gemacht, dieser Song nicht. Aber ich kann mich nicht verwirren. Es ist ein super bekanntes Lied, es läuft die ganze Zeit überall im Radio. Du hast bestimmt was geträumt. Guck mal, er ist total benebelt, noch voll verwirrt. Ich könnte schwören, ich habe das. Was hältst du davon, wenn wir einen Kaffee trinken gehen und wir lassen ihn jetzt einfach mal in Ruhe? Weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass er jetzt wirklich einfach Ruhe bekommt. Du musst viel Wasser trinken. Am besten du kümmerst dich ein bisschen um ihn. Ja, mache ich. Also ihn alleine lassen, ich glaube, das ist keine gute Idee. Du sagst, die Erinnerung, das kommt irgendwann wieder oder kommt nicht wieder? Weil ich weiß echt von gestern quasi nichts mehr. Also fast nichts. Das kann schon wiederkommen, oder? Ja, ja, das kann schon mit der Zeit wiederkommen. Ja. Siehst du, ich hoffe es so sehr, dass wir wissen, welcher Psycho das war. Das ist sowas von krank, oder? Ja, das ist gestört. Alles gut, hey, ist alles gut, wirklich. Alles. Wenn ich dir irgendwas bringen kann, sag's mir. Ich tut mir leid, dass ich die ganze Zeit hier betatsche, aber ich hab... Oh Gott, ach, mach dir keinen Kopf. Ist doch nicht das erste Mal, dass ich was auf den Kopf kriege. Das stimmt, aber du kannst schon wieder deine Witze machen. Merkt man gar nicht. Komm, Audi, du legst dich jetzt hin. Ja. Ja. Spaß hat, wirklich. Ja, es ist auch süß, wie gut du mit ihr klarkommst. Das ist echt erstaunlich. Hab ich dir heute einmal schon gesagt, wie sehr ich dich liebe? Womit habe ich das verdient? Ich find's süß, wie du dich um Ali gekümmert hast. Wirklich, es war schon so ein bisschen sexy und ganz schön cool, wie dein Papa sich um Ali gekümmert hat. Ja, wirklich, wie du ihn so verarztet hast, so richtig als Arzt, so professionell und so, das war schon sexy. Du, ist klar, ja. Jungs, ich weiß sowieso nicht, was will Leo eigentlich von dem? Warum ist die mit dem zusammen? Ja. Ich check das nicht. Ich check das auch nicht, aber ich muss auch sagen, ich habe schlechtes Gewissen die ganze Zeit, weil ich war ja derjenige, der sie animiert hat, weißt du, ihn besser kennenzulernen. Du? So, ja, ich habe sogar ihm geholfen, aber ich wusste ja nicht, dass er so komisch ist und dass er so ein Choleriker ist und immer aggressiv. Also eben. Das kann man ja nicht wissen. So. Weiß nicht. Mach dir da keinen Kopf. Also ich denke, Leonie ist verblendet. Versteht ihr das, Jungs? Sie hat einen Nebel vor dem, was sie sieht. So Dinge fließen mit ein, wie diese wundervolle Tochter Shirin. Ja, weil wenn sie mit Kaspar das Ganze beendet, ja, wer hängt da mit? Ja, ich verstehe, was du meinst. Versteht ihr diese Gedankengänge? Ich finde, dass deine Freunde sich echt glücklich schätzen können. Nee, echt, du bist so eine tolle Freundin, wie du dich um sie sorgst und kümmerst. Du bist ein toller Mensch. Wäre es mir auch wichtig, dass du dich noch besser mit meinen Freunden verstehst. Du weißt, ich meine das nicht böse, aber zum Beispiel auch die Überraschungsparty. Zur Schauke, willst du? Was ist los, Mausi? Willst du schaukeln? Auch die Überraschungsparty zum Beispiel für deinen Geburtstag. Ich weiß, du magst nicht so gerne Überraschungen, aber die anderen haben sich wirklich viel Mühe gegeben für dich, weil sie wissen, wie wichtig du mir bist und weil sie wissen... Shirin, bleib mal hier. Wirklich, und ich möchte einfach nur, dass da Harmonie in der WG und mit meinen anderen Freunden so zwischen dir herrscht, weißt du? Ich weiß, und es tut mir auch leid. Ich habe auch gemerkt, wie sehr sie sich Mühe geben. Ich hasse nur einfach Geburtstagspartys. Aber ehrlich gesagt, bereitet mir Kopfschmerzen, warum Leo mit ihm zusammen ist, wirklich. Oder ja. Ich würde dir am liebsten sagen, was das für ein Typ ist. Also warum und so. Aber ich würde es gerne sagen. Nee, aber das ist Olli, lieber nicht, ne? Du bist ja ihr Ex, also das wird nur für Stress sorgen. Ich hoffe einfach, dass diese Verknallzeit bei Leonie irgendwann so ein bisschen runterkommt und sie merkt, dass Kaspar nicht der Richtige für sie ist. Hoffen wir einfach. Ja, aber solange es ihr damit gut geht, ne? Aber es war super lieb und ich werde mich in Zukunft darum kümmern, besser mit ihnen klarzukommen, wirklich. Das sieht sich super an, oder? Das sieht sich doch super an. Dann können wir bald alle zusammen was machen. Nochmal. Shirin, hast du Lust auf ein Eis? Soll ich in sein Eis holen? Super gern. Sie liebt das. Ich bin gleich wieder da. Ja? Nein. Nein? Achtung. Ich kann das. Du kannst das? Na gut.
Dann mach aber gar nichts. Boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Leonies Freunde. Na gut, aber für Leonie reiße ich mich jetzt mal zusammen. Danke nochmal, dass du extra die Pizza bezahlt hast. Hey, ja klar. Voll den schön, dass Alice die Kleine nennt. Mm, das ist sogar sehr schön. Ja, genau, das sind zwei Schwimmen. Full House sein, ne? Ja, ich hoffe auch tatsächlich jetzt, dass die Pizza vielleicht ein bisschen für Harmonie sorgt und die sie einfach merken, wie Mühe du dir gibst. Das hoffe ich auch. Dr. Kasper in der Abwehr. Ich kann alles, ich bin alles. Aber sobald irgendetwas nicht so läuft, wie ich das will, dann muss ich ausrasten. Ich schwöre, der war genauso. Du hast recht. Der hat recht. Das ist mir so unangenehm gerade, wirklich. Es ist, siehst du, es ist scheißegal, was ich mache. Die Meinung von deinen Mitbewohnern über mich steht. Und ganz ehrlich, ich kann damit leben, mir ist es egal. Mir aber nicht. Lass uns das einfach ignorieren und ins Kino gehen und sind es schon. Nein, nein, auf gar keinen Fall, das geht gar nicht. Komm. Nein. Wow, ihr seid wirklich das Allerletzte. So hinter dem Rücken meines Freundes abzulästern? Ja, wirklich jetzt? Ist das euer Scheiß Ernst? Was zur Hölle hat er euch angetan, dass er das gerade verdient hat? Ich weiß nicht, Olli, vielleicht hast du es vergessen, aber Kaspar war derjenige, der sich um deine Wunde gekümmert hat. Er hat euch sogar eure scheiß Lieblingspizza gekauft, okay? Er bemüht sich wenigstens und das hier ist gerade der Dank dafür? Leo, komm mal runter, okay? Ich sage jetzt mal was. Ich bin glücklich mit Kaspar, okay? Ich liebe ihn nämlich. Und das ist mir auch eigentlich recht herzlich egal, was ihr von ihm haltet, ob ihr ihn mögt oder nicht. Denn ihr müsst damit klarkommen, dass er in meinem Leben ist und dass er deshalb auch ab und zu in dieser WG auftauchen wird. Und dass ich diese Beziehung immer in Schutz nehmen werde. Verstanden? Ja. Gut. Okay. Wow, geile Freunde habe ich wirklich. Richtig toll. Diese Trottel haben sich gerade wunderbar selbst ins Aus befördert. Das war einfach nur perfektes Timing. Tut mir so leid, wirklich. Sorry nochmal wegen vorhin. Das ist mir immer so peinlich, wirklich. Was ist los mit denen? Ja, aber ist doch nicht deine Schuld, Leo. Trotzdem. Das ist halt die. Ist halt so, wie es ist. Wir machen das Beste draus. Okay, aber es ist in Ordnung, wenn ich dich nicht bis nach vorne bette. Ja, ich habe gar keinen Bock, jetzt an denen vorbeizulaufen. Alles gut. Leg dich hin, ruh dich aus. Wir machen eine neue Folge dann, okay? Aber da ist. Komm, geh weiter. Irgendwas, raus aus dem Bild. Irgendwas stimmt mit diesem Fernseher. Ich hab raus gesagt, aus dem Bild? Laufen, oder was? Ich hab gesagt, geh weiter raus aus dem Bild. Soll ich dir mal was sagen? Raus. Wenn einer von euch Affen ein Problem mit mir hat, was dann ist mir das sowas von scheißegal. Es geht mir am Arsch vorbei. Mir aber nicht. Wenn ihr Leonie als Freundin verlieren wollt, dann mach nur so weiter. Aber das Letzte, das absolut Letzte, was passieren wird, ist, dass sie sich von mir trennt. Sie liebt mich und sie ist glücklich. Also das Beste, was ihr jetzt machen könnt, ist einfach mal die Fresse halten und euch aus meiner scheiß Beziehung raushalten, okay? Was sonst? Was sonst? Das wirst du dann noch schon sehen, was sonst. Verpasst dich. Mach ich auch. Denn ich muss arbeiten, nicht so wie ihr voll. Ich hoffe einfach, dass Leo endlich merkt, dass du ein widerlicher Typ bist. Und ich hoffe, dass Leo merkt, was ihr für ein Haufen Versager seid. Was haben wir uns da in das verdammte Haus geholt, Alter? Das mit Kaspar und dir, es geht einfach alles zu schnell, weißt du? Halt dich aus meiner Beziehung raus, hörst du? Sonst lebst du mit den Konsequenzen, hast du mich verstanden? Meine Entscheidung steht. Wir ziehen Montag aus und sind wir weg. Hallo. Weil ich vermute, dass sie noch zusammen im Zimmer waren. So, hör mir mal zu. Gerne. Mein Vater hat angerufen. Er Wer ist in der hat Stadt. Angerufen? Mein Vater ist in der Stadt. Er ist jetzt schon auf dem Weg zu uns. Mach nicht so auf Schüchtern, das gefällt dir da. Hola. Das ist mein Vater. Der ist ein bisschen früher gekommen als geplant.